Mit seinem 50. Dreierpack hat Superstar Lionel Messi den spanischen Fußballmeister FC Barcelona, dem 26. Titel, einen großen Schritt näher gebracht. Der Argentinier sicherte den Katalanen am Samstag fast im Alleingang einen 4:2, 1:2 Erfolg beim Tabellenfünften FC Sevilla. Barcelona steht mit 57 Punkten weiterhin souverän an der Spitze von La Liga, auch die beiden Verfolger gaben sich am Sonntag aber keine Blöße. Atletico Madrid 50 hielt durch das 2:0, 1:0 gegen den FC Villarreal losen Kontakt zum Tabellenführer. Stadtrivale Real 48 verhinderte nur mit kräftiger Mithilfe des Videoschiedsrichters den nächsten peinlichen Ausrutscher. Eine Woche nach dem 1:2 gegen den FC Girona gewann das Team um Nationalspieler Toni Kroos bei Levante mit 2:1, 1:0. Karim Benzema, 43. traf nach einem Videobeweis per Handelfmeter, Roger, 60. gelang zunächst der Ausgleich. Gerrit Bale, 78. verwandelte schließlich einen Foulelfmeter, vorausgegangen war eine höchst fragwürdige Entscheidung des Assistenten am Bildschirm. In der von Real wenig souverän geführten Schlussphase sah Madrids Nachhook 86. gelb-rot wegen wiederholten Foulspiels. 2 Minuten später wurde auch Levantes bereits ausgewechselter Ruben Rojina wegen Meckerns per Ampelkarte des Innenraums verwiesen. Messi hatte in Sevilla zunächst in der 26. Minute mit einem spektakulären Volleyschuss in den Winkel den Rückstand durch Jesus Navas 22. ausgeglichen. Dann drehte er nach dem 1:2 von Gabriel Mercado 42. mit 2 weiteren Treffern 67. und 85. das Spiel. Den Schlusspunkt setzte Luis Suarez 90. 3. Messis großer Widersacher Cristiano Ronaldo, früher Real, jetzt Juventus Turin, hat 51 Dreierpacks zu Buche stehen. Die Dreierpacks von Messi verteilen sich wie folgt: 32 in La Liga, 8 in der Champions League, 6 für Argentinien, 3 im spanischen Pokal und einer im spanischen Super Cup.